besonders den Jamie habe ich dann auch gemocht. Der Jamie war der... Oh nö. Oh nö. Mist, ich komme hier auch noch nirgends richtig rein, oder? Nein. Das heißt, ich muss jetzt echt aus... okay. Mach mir das so. Den Jamie habe ich auch sehr gemocht. Der Jamie ist ein Schotte. Und tatsächlich aus... Ich glaube auch... Aus 18. oder 17. Jahrhundert kommt der Jamie. Wieso greifen die mich an? Hallo? Ich hatte denen gar nichts getan. Verdammt. So, wir gehen jetzt schnell. Ja, da ist er doch ganz schnell gesprungen, aber wir waren schneller. Also wir müssen sowieso nach Hause. Ich hoffe, das ganze Zeug ist dann noch da. Wieso haben die uns angegriffen? Weil Ronak einen angegriffen hat? Greifen die uns dann automatisch an? Das ist aber echt blöd. Ja, wir sind komplett voll, also es geht gar nichts mehr. Naja. Und mir hat auch Jamies Art gefallen, weil die... Also ich muss sagen, der Ian Chesterton, das war immer so der coole Typ. Er war sehr intelligent, wusste sich aber auch zu wehren und konnte auch tatsächlich kämpfen und kannte auch ein oder zwei Kampftechniken. Da weiß ich noch, da waren sie mal bei den Azteken und er hat deren besten Krieger mit, besiegt, indem er nur einfach seinen Daumen benutzt hat. Und an einem fairen Kampf mit Waffe gegen Waffe, also fair war er eigentlich nicht, denn sie haben Ian, um ihn zu besiegen, betäubt. Und er hat ihn trotzdem noch fast besiegt gehabt, aber dann hat das diese Betäubungsmittel richtig angefangen zu wirken und er konnte nicht mehr stehen. Aber das war der, ein richtig cooler Typ und auch heute habe ich noch dieses Bild von mir, wo sie dann so in der Höhle sind und da haben sie, glaube ich, die Barbara gefangen und dann haben sie sie gefunden und der Entführer wollte abhauen durch diese Höhle und der Ian hat sich ihm in den Weg gestellt. Und genau dieses Bild, wie er sich dann ihm in den Weg stellt, so ernst, das habe ich vor ihm. Der Steven, der hat, der war auch ein richtig guter Kämpfer und so und richtig cool, aber hatte nichts, also natürlich intelligent, aber er hatte nicht diese Weisheiten, die der Ian bereits hatte. Diese Weisheit, die hat er nicht. Oder sagen wir mal, er wusste mehr. Intelligenter war der Ian, finde ich schon. Ne, und der Jamie, der kam wieder eher wie Steven. Das war auch hitzköpfig und hat immer alles gemacht. Hat auch öfters den Doktor nicht vertraut. Aber je mehr Abenteuer die ihn gemacht haben, und die waren tatsächlich, ich glaube, er hat ihn in der ersten Staffel, in der er gespielt hat, getroffen sogar. Was? Und er hat ihn komplett bis zum letzten Zeitpunkt, hat er ihn begleitet. Bis zum allerletzten Zeitpunkt. Ja. Der Jamie, der war schon ein super Typ. Er ist auch in mehreren Special-Folgen wieder dabei gewesen, der Jamie. Das fand ich sehr toll. Auch später in der Serie kam er noch ein- oder zweimal als Gast dazu. Boah. Ich brauche wieder neue Truhen. Eins. Zwei. Da habe ich die Fackeln, deswegen geht's nicht. Und da habe ich das, deswegen geht das nicht. Aber hier müsste es gehen. Genau. So. Naja. Und der Patrick Thornton hat den Doktor auch 3 Staffeln lang gespielt, genau wie William Hart, ne? Oh, wir haben kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Gehen wir welches holen. Wie viel Uhr ist es denn? Wird es gerade Tag oder Nacht? Keine Ahnung.
glaube, es wird gerade Tag. Ja, es wird gerade Tag. Sehr schön. Naja. Also in dieser letzten Folge... das letzte Abenteuer tatsächlich... Hatten sie... Da hatten sie das erste... Nein, nicht das erste Mal. Das erste Mal, dass sie es mit einem anderen Timelord zu tun hatten. Das war mit William Hartnett. Das war so ein Mönch. Der hat die... also es gibt... Das, dieses Gesetz, man darf sich in die Geschichte nicht einmischen. Und in die Geschichte der Zeit. Und dieser Timelord, der hat die ganze Zeit dagegen verstoßen und dem hat er dann seine Zeitmaschine kaputt gemacht. Der William Hartnell. Er hat aber später geschafft, sie wieder zu reparieren und wollte sich an ihm rächen, indem er dem Doktor aus seiner Zeitmaschine, die heißt übrigens TARDIS, ist von innen tatsächlich größer als von außen, weil die Dimension innen anders ist als außen. Also innen drin ist ein richtiges Raumschiff und außen drin ist es nur einfach eine blaue Polizeibox. So eine ganz kleine Box. Naja. Jedenfalls... Oh, Äpfel! Jedenfalls hat er dann wieder mit einem anderen korrupten Time Lord zu tun, der die Geheimnisse der Time Lords verkauft hat, also die Zeitreisen, indem er eigene Prototyp-Tardisse gemacht hat, also Zeitmaschinen. Aber er hat sie ja nicht selbst entwickelt, also musste der hat er praktisch nur Prototypen gemacht und die haben nur bedingt funktioniert. Und er wollte den Doctor Who als Hilfe, damit er welche macht, die endgültig funktionieren. Und die haben da so ein Spiel gemacht, die haben Krieger aus allen möglichen Zeiten geholt und in einem Spiel gegeneinander kämpfen lassen. Irgendwie sowas war das. Und der Doctor Who hat da ein Schnüppchen ausgeschlagen und um ihn zu bestrafen, hat er ihn an die anderen Time Lords verraten. Das Blöde ist, er selbst ist dadurch, dass er in den Raum und Zeit reist und sich überall einmischt. Also er mischt sich natürlich nicht überall ein, sondern er möchte einfach nur reisen und alles begutachten und sowas. Aktiv einmischen tut er nur, wenn er... Tut er sich eigentlich schon, aber nur wenn er tatsächlich bedroht ist oder wenn irgendwas bedroht ist, weil er gerne für das Leben kämpft. Aber wenn eine solche Situation nicht ist, dann mischt er sich normalerweise nicht ein. Jedenfalls hat er noch versucht zu fliehen, aber die Time Lords waren schneller und haben ihn dann auch geschnappt und haben ihn auf die Erde verbannt. Auf ein Zeitalter, ein Planet auf die Erde. Ins Jahr, ich glaube 1973 war das oder sowas. Oder, warte, 79. Nee, 69 müsste das gewesen sein, irgendwie sowas. Und als Strafe haben sie ihm auch noch ein Leben genommen. Also er musste sich einmal neu regenerieren. Eine neue Reinkarnation machen. Und von da an wurde der Doktor dann, also, das ist ja schön, ein Apfel, von dem dritten Schauspieler gespielt, vom dritten Doktor, die dritte Reinkarnation, zweite Regeneration, dritte Reinkarnation, auch die zweite Reinkarnation, die erste war ja der ursprüngliche, die war keine Reinkarnation, sondern es war eine Karnation, weil das Re wegkommt, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung. Jedenfalls wurde der Doktor von dort an dann von John Pertwee gespielt. Auch wieder ein älterer Mann mit ähnlich wie der erste Doktor, aber nicht ganz so alt, sondern ja, es geht halt. Aber mit weißen Haaren bereits. So kugelförmige weiße Haare hat er. Den habe ich vom ersten Augenblick an als Doktor akzeptiert. Der hatte wieder diese Gentleman-Art. Und ein bisschen arrogant war er auch. Also war eher vom Verhalten her eher wie der erste Doktor als der zweite Doktor. Und er hat natürlich versucht, immer wieder von der Erde zu fliehen oder auch vom Zeitalter. Aber die Time Lords haben ihm das Gedächtnis manipuliert, sodass er sich an die Geheimnisse des Zeitreisens nicht mehr erinnert. Jetzt hat er zwar seine TARDIS, aber die wurde deaktiviert.
und er konnte sie nicht mehr aktivieren, weil er nicht mehr wusste, wie. Ja. Räumen wir mal das Zeug auf. Und... er hat sich dann mit Unit zusammengeschlossen und hat für die gearbeitet. Er hatte nämlich zuvor schon, das war bei den Yetis, hat er den... Boah, damals war er noch... Colonel, glaube ich. Colonel war er damals noch. Der Brigadier. Colonel Brigadier hieß der. Also er hieß tatsächlich Brigadier und war Colonel. Den hat er als Patrick Thruton schon, hat er den schon kennengelernt. Und war ihm sehr dankbar. Und dann kam er plötzlich als John Pertwee und wollte mit ihm reden. Er ist in der Zwischenzeit schon General geworden. Ach, das muss ich auch noch ablegen. Und er hat es nicht geglaubt, dass das der Doktor ist, weil er ihm das nicht geglaubt hat. Aber der John Pertwee hat ihm nach und nach den Glauben gegeben, dass er, dass er tatsächlich daran glaubt. Der war auch tatsächlich sehr starrsinnig und wollte es immer nie glauben. Selbst als er dann tatsächlich mal in der TARDIS war. Also, ich glaube, das war... Das ist sehr lange her, also... Er ist sehr lange nicht in die TARDIS gegangen und hat es immer für Humbug gehalten und sowas. Und selbst als, als er dann mal in der TARDIS gereist ist, war er immer noch sehr dagegen. Hat sich dann aber im vor allem in der letzten... da ist ein Apfel. Vor allem in der letzten Staffel, die er gespielt hat. Der John Pertwee hat tatsächlich nicht 3, sondern sogar 5 Staffeln den Doktor gespielt. Da hat er dann angefangen, ihm... das alles ein bisschen zu glauben. Naja, und dann hat er halt immer für Unit gearbeitet. Das war so eine Sondereinheit der britischen Regierung, die für Übernatürliches zuständig war. Oder für Sachen, die nicht zu erklären sind und sowas. Und der Doktor war dann immer der Berater des Brigadiers. Und da hat er mehrere Begleiter. Die, boah, ich weiß nicht mehr, ob sie... Jane oder Joy hieß. Ich glaube, sie ist Joy. Hat er mal die Sarah Jane Smith? Hat er mal. Ja, die Sarah war nicht schlecht. Naja, egal. Moment. Die Tour ist voll. Nein! Die Truhe ist voll. Ja, wisst ihr was? Wir hauen den Farbstoff haben wir einfach weg. Hier, den Farbstoff. Der kommt hier rein. So. Ist zwar ein bisschen geschummelt, aber egal. Geh mir. Warum haben uns die Zombie-Pikmin angegriffen, weil Ronax den Angriff hat? Das ist echt blöd, denn dann können wir das nie verhindern. Was will ich denn jetzt hier? Ich will ja zu Jewel. Naja. Also ich hab den John Pertwee als Doktor, habe ich wirklich sehr gemocht und auch seine Abenteuer genossen. Aber leider waren auch die irgendwann vorbei. Während der John Pertwee hat tatsächlich auch das erste Mal dann seinen Rivalen und Erzfeind, den Master, kennengelernt. Das ist auch ein Time Lord, aber ein sehr, sehr böser, der versucht, die Herrschaft des Universums an sich zu reißen. Wobei er sie auch schon mehrmals fast zerstört hätte. Statt es sich an ihn zu reißen. Einmal hat er es angeblich sogar komplett zerstört und ich weiß bis heute nicht, wie der Doctor Who es geschafft hat, die Zerstörung aufzuhalten. Weil die Logik hieß, ja, wenn es einmal losgeht,
zurückgelassen wurde, dann geht es nicht mehr. Es sind sogar schon einzelne Planeten komplett aus dem Universum verschwunden. Einfach verschwunden, nicht zerstört oder so, sondern tatsächlich verschwunden. Ins Nichts, also die gab es dann nicht mehr. Das war dann später mal. Beim... Boah, ich weiß nicht mehr, bei welchem Doktor das war. Ich glaube, das war beim vierten Doktor. Tom Baker. Und er ist einfach nur von dem Planeten weg und das hat anscheinend irgendwie... Und ist dann zur Erde in einer ähnlichen Einrichtung und hat da ein Signal losgesendet und das hat anscheinend alles geholfen. Und dieses Signal, wo ein ganzes Volk daran berechnet hat, um das richtige Signal zu machen, hat er einfach so gemacht. Und naja, schon wieder dieser Bug. Naja, also das war ein bisschen komisch, aber egal. Der Master. Ein anderer Todfeind des Doktors sind die Daleks. Das ist ein Volk aus, so ähnlich wie die Cybermen. Also das ist ein Volk, das aus Krabbeltieren besteht, die sich allerdings, die äußerst intelligent sind und sich einen Behälter gemacht haben, um sich gefahrlos zu bewegen, der ihnen einiges an Schutz bietet und auch eine mächtige Waffe an sich trägt. Und die sind so intelligent, dass sie sogar, als sie den Doktor bekommen haben, davor haben sie nie daran gedacht, aber um ihn durch Raum und Zeit zu verfolgen, haben sie sich innerhalb kürzester Zeit einfach eine Zeitmaschine entwickelt, ohne vorher jemals daran gedacht zu haben. So intelligent sind sie. Naja. Also, die Daleks sind tatsächlich irgendwie, deren Intelligenz ist fantasielos. Es ist reine Logik. Und als sie dann ihn verfolgen wollten, wollten sie ihn halt durch die Zeit verfolgen und sind ihm halt hinterher. Aber sie würden nie auf die Idee kommen, etwas Neues zu erfinden. Etwas Neues? Nee. Wieso denn? Sie haben keine Fantasie oder sowas, sondern einfach reine Logik. Was es gibt, bauen sie nach. Fertig. Zeit gibt es schon, sie können sie manipulieren. Fertig. Hey, die Sachen sind tatsächlich noch da. Super. Hier war nichts. Na gut. Bauen wir uns noch schnell ein paar Spitzhacken. 3 sollten reichen. Naja. Also so viel zum John Pertwee. Einmal war er dann auf einem... Oh, da waren noch sogar noch Erfahrungspunkte. Auf einem Planeten, da wurden die Bewohner von Spinnen, von intelligenten Spinnen, terrorisiert. Also die Spinnen waren die Herrscher und haben die Menschen, die dort lebten, versklavt. Und die größte Spinne war die Herrscherin. Okay, jetzt ist sie wieder friedlich. The Great One wurde sie genannt, also die große. Und die war tatsächlich ungefähr 10 bis 20 mal größer als die normalen anderen Spinnen. Was einfach daran lag, sie hatte sich bei so Kristallen niedergelassen und die Kristallen haben sie verändert. Auch intelligenter gemacht. Und sie hat sich dann selbst getötet, weil der John Pertwee, als er den Planeten das erste Mal besucht hatte, einen Kristall gestohlen hat und ihn jetzt zurückgeben musste zu dieser Spinne auch. Und dadurch konnte sie die Intelligenz ins Unendliche steigern, was ihr Körper allerdings nicht mitgemacht hat und deswegen ist er einfach mal krepiert. Naja.